Löse die Ungleichung 2x² minus 7x minus 4 geteilt durch 2x ist streng positiv. Wir nennen diesen Bruch f von x und suchen zuerst die Nullstellen vom Zähler und die Nullstellen vom Nenner. Im Nenner ist die Nullstelle natürlich die 0. Im Zähler können wir die Nullstellen finden durch die Diskriminante Delta. A ist 2, B ist minus 7 und C ist minus 4. Die Zahl Delta wird berechnet durch B im Quadrat minus 4 mal A mal C. Delta ergibt also 81. Und so finden wir die zwei Nullstellen vom Zähler. Die werden berechnet durch minus die Zahl b plus minus die Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2 mal die Zahl a. Und so finden wir als Nullstellen 4 und minus 1 halbes. Wir tragen diese drei besonderen Werte 0, 4, minus 1 halbes in diese Zeichentabelle ein, in der richtigen Reihenfolge von klein nach groß. Dieses Trinom zweiten Grades wird 0 bei minus 1 halbes und bei 4, also schreiben wir da und da 0, außerhalb dieser zwei Nullen, also da und da, schreiben wir das Vorzeichen von a, also plus, und dazwischen entgegengesetzt, also minus. Das ist ein Monom ersten Grades, das wird 0 bei 0. Rechts von dieser 0, also da, schreiben wir das Zeichen der Vorzahl von x, also plus, und links entgegengesetzt. So erhalten wir diese Zeichenzeile. Jetzt Schlussfolgerung für den Bruch f von x. Positiv geteilt durch negativ, das macht negativ. 0 geteilt durch negativ macht 0. Negativ auf negativ ist positiv. Vorsicht, minus geteilt durch 0 gibt's nicht. Negativ auf positiv ist negativ. 0 auf positiv ist 0 und plus geteilt durch plus macht plus. Hier wird gefragt, wann ist f von x streng positiv? F von x ist streng positiv da und da. Färben wir diese zwei Zonen und schieben die gefärbte Zone nach oben. So sehen wir, x muss sich entweder streng zwischen minus 1 halbes und 0 befinden oder x ist streng größer als 4. Demzufolge ist die Lösungsmenge dieser Ungleichung das Intervall von minus 1 halbes ausgeschlossen bis 0 ebenfalls ausgeschlossen, vereinigt mit dem Intervall von 4. Ausgeschlossen bis plus unendlich, natürlich ausgeschlossen.